Willkommen, meine Lieben, zurück bei Witcher 3. Wir haben ja jetzt zuletzt bei der Vorbereitung aufgehört zum großen Kampf in Kaer Morhen. Waffenbrüder Novigrad, was haben wir denn eigentlich noch? Ich habe mich gerade mit der Steuerung vertraut gemacht, es sind auch wieder ein paar schöne Episoden entstanden. Ja, das nicht, das auch nicht. Wir haben eigentlich nur noch... Dann gehen wir erst zu M hier. Machen wir immer erst das Unliebsame. Und dann können wir uns hier um noch so ein paar Kleinigkeiten kümmern. Weil bevor wir mit der Hauptquest weiter verfahren, werden wir selbstverständlich und selbstredend hier noch einige dieser netten Quests, wie zum Beispiel das Gedächtnisrennen und so weiter. Ja, wir werden es durchprügeln. Aber erstmal eins nochmal, dann was wollten wir jetzt zuerst? Genau. Emir, wir brauchen einen Wegweiser. Seite an Seite mit einem Hexer zu kämpfen. Ich habe seit langem niemanden. Ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Oh, Freya. Oh, was haben wir denn hier noch? Ein Hexer schützen. Hey! Komm her! Okay, Emir muss warten, das hier ist wichtiger. Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Ich bin dabei. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Ich meine, mich noch an diese Quest zu erinnern. Die ist geil. Ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Den schweigsamen Druiden. Jede Kreatur in deiner schützenden Arm. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Oh, Wie charmant. Ja. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Ach. Moment, da haben wir doch was. Oh, Freya, umfange jede Kreatur in deiner schützenden Umarmung. Bitte. Oh, Freya, umfange jede Kreatur in deiner schützenden Umarmung. Okay. Ich weiß leider nicht mehr, was ich sonst noch machen muss. Feuer? Bitte. Nein. Okay, jetzt setzt er sich da hinten hin. Moment, sind das Bienenwaben? Ja, das ist ein Bienenwaben. Aber? Ein Hornissennest. Soll therapeutische Wirkung haben. Als Schildtherapie zum Beispiel. Okay. Hornissen. Wir wissen ja, die ist nicht so gefährlich, wie wir denken. Aha, fand er natürlich selbstredend nicht so lustig. Er ist richtig begeistert von unseren Aktionen, ich sehe schon. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Ja. Verpiss dich endlich, du! Oh nein, mein Schweigegelübde, alles umsonst!
3 Jahre lang kein einziges Wort, keinen Piep, bis heute. Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Tut mir leid, ich bin reingelegt worden. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Kann ich nicht doch ein bisschen grillen? Nur so ein bisschen. Voll Arsch. Ich meine, schon scheiße, aber... Jede Kreatur, naja, trotzdem. Das ist anders, ne? Hätte ja auch einfach unsere Fragen ja mit Kopfnicken oder so antworten können. Insofern... Ha! Ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Nett. Immerhin. Sieh einer an. Ein Bart bis zur Taille. Und den Humor eines Kleinkinds. Viel Glück. Ja, die größte Erkenntnis am Erwachsenwerden ist, Erwachsene sind auch nur große Kinder. Oh, Jorvet haben wir gekriegt. Oh, Jorvet. Ich muss ja sagen, ich vermisse den guten Kerl irgendwie. Leider ist er ja nicht mehr. Eine Schande. Jorvet war wirklich gut. Also nicht gut in Form von gut, aber gut in Form von... Ach, ist doch egal. Ich rede mich hier wieder im Kopf und Kragen. Nein, ich will nicht die Weltkarte, ich will die Quests. Danke. Wir gehen erstmal nach Vysima. Du willst jetzt aber nicht, dass ich da jetzt irgendwie manuell hinfahre oder so. Nein, er lotst mich zum Glück zum Wegweiser. Alles klar. Dieser Wegweiser ist manchmal nämlich nicht so zuverlässig. Das sind Hobbitze. Die Blumen sind heuer spät. Und es gibt kaum. So. Einmal nach Vysima. Der Fluch, der auf ihn lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt. Mann, mir kribbelt's in der Nase. Sondern als elfischer Wissen. Sorry. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der also bis Ultimo machen wir heute nicht. Vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So. Sege Natuvian. Wir werden nämlich nach dem großen Kampf nicht hierher zurückkehren. Aha, jedenfalls nicht freiwillig. Hast du Derkov gefunden? Oh ja. Er hat mit Freunden meines Vaters gesprochen. Die armen Kerle können immer nur an Politik denken. Ununterbrochen. Ich hoffe wirklich, dass sie sich nach der Krönung mal eine Pause gönnen. Derkov? Hä? Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Der Handlungsstrang ist mir abhanden gekommen. Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Nein, ernsthaft? Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cyrilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber nein. Wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Aha. Wahrscheinlich redet er von sich. Mach's gut. Noch ein Grund, nein zu sagen. Wow. Aus dem Weg, dumme Pute. Der Fächer schwingt durch die Gegend. Das wäre das Ende der Welt, bevor steht. Halt, nein, ich glaube, das war das falsche Spiel. Lalalalalala. Hey, M hier, alte Socke. Eure kaiserliche Majestät. Oder so. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie.
Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis, und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Ach, warum nicht? Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Bring mir Ciri. Das werde ich, wenn sie es möchte. Du bist ein Arschloch. Ja, dafür lasse ich dein Zeug mitgehen. Oh, was haben wir denn da noch mitbekommen? Überlegener Nordwind, ja? Ja, manchmal ist es gut, einen Kaiser auszuplündern. Ah, der hat so ein großes Ego, der Kerl. Kurz Nudeln. Alles klar. Ja, eine ganz große Arschloch. Nudeln könnte ich jetzt auch essen. Aber dafür ist eigentlich schon zu spät. Thyssenrüstung. Hey, da gibt es ja richtig viel zu looten bei dem Vollhorst hier. Erstmal alles mitgehen lassen, was nicht nied- und nagelfest ist. Der Kerl kann es vertragen. So, das Schöne ist, es gibt hier ein kleines Gimmick hier unten. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Hier unten, das ist nämlich das Zimmer von Ciri. Das sind nämlich die Spielsachen, wenn man mal hinguckt, ne? Leider aber verschlossen. Jetzt kriegen wir einen schönen Drehwurm. Hui! Nente mire detre. Kommen wir da nochmal rein? Da kommen wir nicht rein. Komme ich da rein? Wenn wir schon hier sind, probieren wir es mal. Tatsache! Okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Plündern vergessen? Nö. Sieht man nicht danach aus. Können wir nochmal in die Badewanne? Ja, aber ohne die Mädels macht es auch nur so halb so viel Spaß. Ist schon klar. Es hängt, es bin. Nente mire detre. Ja, nagelt ja auch einen ans Schienbein. Ist mir wurscht. So, Zeit, dass wir hier verschwinden. Wenn Har, Dwe Gladiven. Haben wir den Typen da? Ja, irgendwie sowas mit mir. Ist mir schon klar. Habe ich mit dem Typ schon gespielt? Ja, habe ich. Aber ich weiß nicht, ob ich gewonnen habe. Spielen wir nochmal. Ich will Karten spielen. Ich könnte mit M hier spielen. Ich könnte aber auch mal mit Skoyatel-Deck spielen. Ja, warum eigentlich nicht? Gegner beginnt. Ist mir lieber, dann kann der zuerst seine Karten verballern. Zwergenscharmützler. Afka-Unterstützer, na, fängt doch super an. Yennefer. Super. Die drei behalte ich mal, wobei. Jetzt
Kiri behalte ich. Die spielen wir aus. Darauf habe ich gewartet. Mhm. Der darf passen. Ich bin am Zug. Und ich wähle diesen hier. Na gut, ich hatte schon bessere Karten. Ich bin am Zug. Hauen wir mal Ciri raus. Gut, was er jetzt ausspielt, kann er später nicht mehr ausspielen. Das ist eigentlich alles zu gut. Weil ich werde Rittersporn noch mal rausholen. Das ist ja meine Trumpfkarte, weißt du. Ich würde sagen, den Sieg schenke ich ihm. Damit weiß ich nämlich, dass er keine Spionagekarte mehr hat. Ja, das war mir klar. Aber das kommt mir entgegen. Ich hoffe nur, dass er keinen Wettereffekt hat. Sonst sind wir nämlich ein bisschen geliefert. So. Läuft soweit ganz gut für uns. Wo wir wieder beim Thema wären. Fuck it. Ernsthaft? Drecksau. Hin, aber das kriegen wir nicht mehr hin. Wobei, ein bisschen Glück und Spucke. Hat der nur noch Schrott? Ich glaub's nicht. Wir haben tatsächlich gewonnen. Hm. 20 Kronen bekommen. Alles klar, mit dem haben wir schon gespielt. Ja gut, dann können wir hier wirklich verschwinden und können es wieder nach Novigrad aufmachen. Ins Rosmarin und Thymian. Sprich mit Soltan. Ja, wo ist er denn? Soltan wird mir hier nirgendwo. Sprich mit Dijkstra. Sprich mit Roche. Roche ist doch da unten irgendwo. Genau. Der versteckte Freischärler. Der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt nicht nur als Elf. Endliche Sache aus der Nisa. Havana, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ich habe die Hoffnung, dass ich noch ein bisschen leveln kann für die Rüstung. Wenn wir dann die Rüstung holen, werde ich auch. Muss ich mal gucken. Die sind eh alle auf Skellige. Was habe ich denn hier noch? Überlegene Greifenrüstung. Ja genau, da fehlen nämlich noch ein paar. Genau. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Ja, 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 ja. So was wie du nennt man Maulheld. Ja, jetzt lad nach. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Muschi? Schwerter bereit und links Hexer zwei. Können nicht die Pocken kriegen. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Ja, weil es da noch nicht ein genug echtes gibt, ne? Mit abgerissenen Wandbehängen und Stinkekerzen überall. Seid ihr dabei? Nach welcher Art Beitrag suchst du denn? Ihr müsst nur euren Mann stehen. Oder eure Frau, je nachdem. Lasst mich überlegen. Nein.
Hey, Rosch. Geralt von Riva. Gesund und munter. Oh, da spielt der Gwind. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blathana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Gibt Schlimmeres. Spielst du Gwind, Rosch? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Oh ja, ich hol mein Blatt raus. Passt mal auf. Viel Glück.